Willkommen zurück zu Chrono Trigger. Wir haben das letzte Mal gegen die Golem-Zwillinge verloren. Sie werden jetzt auch wieder unsere Gegner sein. Ich versuche es diesmal nur mit normalen Angriffen. Oder mal mit Magie, mit normalen kleinen Magiezaubern. Nicht die dunkle Technik. Und dann sollten wir nochmal verlieren, was natürlich niemals passieren könnte. Niemals. Dann werde ich, während ich nicht aufnehme, leveln. Leveln, leveln, leveln. So, um imstande zu sein, sie zu besiegen. Ja, ja, was du zu sagen hast, kennen wir schon. Ja. Wir haben nicht mal eingeschafft, ey. Ja, kennen wir schon. So. Machen wir mal einen normalen Gewitter. Wer weiß, wie heftig Gewitter 2 wäre. So. Guck, da geht das schon los. Nein, fuck, falsche Person. Die machen so oder so Gewitter 2 oder was? Oh, was für ein Haufen. Assis. Okay. Beleben wir die süße Maus mal. Ach kommt, hört doch auf, ey. Ernsthaft? Fuck. Damit würde ich sagen, sind wir offiziell alle am Arsch. Lapis. Lapskau. Belebung. Na auf ihn. Okay. Nochmal Lapis. Komm, 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 komm. Das war so klar. Fickt euch doch, Alter. Gewitter! Kopiert Gewittertech. Was ist Kraft 2? Füllt komplett, okay. Das bringt wahrscheinlich gar nichts, oder? Wobei, wenn wir jetzt angreifen würden mit physischen Angriffen. So, und dann. Schutz bei sich selbst. Lapis. Ich weiß, dass ich das gerade richtig rausballer, aber ganz ehrlich, geht nicht anders. Lapis. Technik Schutz. Habe ich nichts, womit ich außer Leben und Verwirren. Bringt nichts, okay. Ach, das kopiert er jetzt. Das läuft alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Nein, nein, nein,
Aber was halt schön ist, das nicht so. Technik. Kraft 2. What the fuck? Wie krass. Megabombe. Gewitter? Ich falle auch immer wieder drauf rein. Ah. Mega Bombe. Oh, Gott sei Dank. Kraft! Mein Kind, Kraft! Gewitter! Kopiert Gewittertechnik. Ether. Oh. Dass ich an Kraft nicht gedacht habe. Ärgerlich, ne? Gewitter! Chrono könnte das gut gebrauchen. Ach komm, schon einer wird ja wohl mal kaputt gehen, oder was? Oh nein. Scheiße. Objekt. So. Kraft Loka. Jetzt bekommt er das alles nochmal ab. So wie es sein muss. Na, hast du was zu sagen? Spast. Ich habe gerade einen richtigen Hass auf den. Also, ohne Scheiß. Und auch ein bisschen auf mich selbst, dass ich nicht vorher mal, ne? Meine Tags richtig eingesetzt habe. Es tut mir so leid. Oh, Alter. Das grelle Licht. Gewitter! Meinetwegen kann er kopieren, was er will. Das war's doch jetzt sowieso bald mit ihm. Theoretisch. In deine Gesicht. Bam, bam.
Wie gut das jetzt läuft, die Runde. Bisher. Oh, schön. Weg. Ha! Ich würde ja fast mal sagen, das war ja gar kein Problem. Würde ich fast mal sagen. Chrono wird aufgestuft, sauber. Sie haben die Golem-Zwillinge? Na gut, dann kommt jetzt halt der Chef-Golem. Och was? Was ist das für eine Kraft? Etwa Lavos Energie? Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Meine ganze Arbeit wäre umsonst, wenn ich sterbe, bevor ich unsterblich werde. Dein Logic. Heute habt ihr nochmal Glück. Ciao, ciao. Ernsthaft? Ich weiß nicht, was da im nächsten Raum auf uns lauert. Deswegen möchte ich wenigstens mal einmal ein bisschen, ne? Nur ein kleines, falsch. Das wollte ich, ja. Vielleicht müssen wir gegen Lavos antreten, dann brauchen wir wenigstens mal, ne? Dies ist die Halle der Mammonmaschine. Noch könnt ihr umkehren, nu. Okay. Da steht Charla und der Prophet. Und was sie dort machen, sehen wir in der nächsten Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, auch wenn sie, ich weiß nicht, länger, kürzer, ich habe keine Ahnung, was die Uhr da sagt. Also, je nachdem. Gebt einen Daumen nach oben. Schreibt ein nettes Kommentar. Empfehlt mich weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.